was bisher geschah. Die Tänzerin Katharina Diedrich beim klassischen Balletttraining. Die Kostümschneiderin Simona Brunn bespricht mit dem Modedesigner Michael Michalski seine Entwürfe. Drei Wochen vor der Premiere. Die Bauarbeiten auf der Bühne werden nun täglich ab 11 Uhr unterbrochen und auf eine Seitenbühne verlegt. Hier finden jetzt die Proben des Tanzensembles statt. Bisher hat Katharina Diedrich alle Choreografien nur im Ballettsaal üben können. Im Ballettsaal haben wir halt natürlich auch die Markierung, wie es ungefähr auf der Bühne aussehen soll. Aber auf der Bühne ist halt wirklich alles mit Stage und mit also Requisit und allem. Und da muss man schon mal aufpassen, ob man nicht irgendwie über eine Leiter oder Treppe stolpert oder halt der Boden, ob der eben ist und so. Da muss man sich dann schon mal extra nochmal Mühe geben und aufpassen. Ja. Der Regisseur Jürgen Nass und die bulgarische Ballettdirektorin Alexandra Georgieva sind gespannt. Jetzt wird sich zeigen, ob die Szenen auch auf der 2800 Quadratmeter großen Bühne funktionieren. Wichtig ist, dass da alle blind auf ihre Position gehen, ihren technischen Ablauf machen, ohne dass sie den anderen behindern. Weil es ist natürlich, wenn alle jetzt auf der Bühne sind, sind ja circa ungefähr 80 Leute auf der Bühne, dass die dann auch sich untereinander nicht behelfen. Alle bitte auf Ausgangsposition. Die Proben beginnen. Für eine von insgesamt 33 Szenen. Die Anziehung und Beziehung von Mann und Frau bilden den roten Faden, der sich durch alle Szenen der Revue zieht. Noch mehr Arbeit als Vergnügen, weil man echt noch so gucken muss und also choreografietechnisch auch gucken muss, Placing, störe ich meine Kollegen nicht beim Tanzen, störe ich mich selber oder wir arbeiten ja auch jetzt mit Sängern zusammen, die singen und die kommen halt auch dazu, sind integriert in den Tanz und jetzt muss man halt auch gucken, dass man irgendwie die nicht stört, weil ich meine, die singen und haben nochmal eine andere Aufgabe als wir und deswegen ist es schon so, aber auf jeden Fall, man fühlt so langsam, dass es das ist, wofür man gearbeitet oder immer noch arbeitet, ja. Die Musik auf der Bühne kommt noch von der CD. Zwei Etagen höher probt die Showband für die Premiere. Simona Brunn auf dem Weg in die Kostümschneiderei des Friedrichstadtpalastes. 11 Frauen nähen hier die Prototypen nach den Vorgaben von Michael Michalski. Der Berliner Modedesigner hat mehr als 500 Kostüme für die Show entworfen. Also Modedesigner ist ja immer ein bisschen kompliziert. Der will ja irgendwas haben, was eigentlich nur auf dem Laufsteg geht. Ne? Wo wir wirklich die Schwierigkeiten haben, schon Material aussuchen, was für uns manchmal gar nicht funktioniert. Das heißt, unsere Leute hier sind einfach super Leute, weil die setzen das dann um, dass das auch tanzbar ist, weil es kann nicht nur für den Laufsteg sein, sondern es muss tanzbar sein, es muss mindestens 2 Jahre haltbar sein. Etwa 2 Tage benötigt eine Schneiderin für ein Kostüm. Und laufend kann es Änderungen geben. Oh, hallo Andrea. Ich muss mal mein Zeug ablegen. Pass auf. Ich hab dir mal das von Natalia gebracht, wo Martin einfach noch mal gucken muss, wo wir was aufwerten können. Ja? Ich weiß nicht, ob er Steine haben will oder ob er Material haben will. Das würde ich ihm gerne zeigen wollen. Ich habe bei mir auf dem Schreibtisch schon was zu liegen, was wir ihm vorschlagen wollen. Und ich muss es ja noch bestellen. Ja? Auf der Bühne wird gerade eine der anspruchsvollsten Szenen geprobt. Seit 1,5 Jahren trainieren die Tänzer mit einem Akrobatiklehrer für diese Choreografie. Wunderbar. Wir haben Anfang zu früh oder zu spät? Ein bisschen zu früh, dann konnten wir nicht so viel. Es ist wirklich nur diese vielleicht, die haben präpariert, das ist zu früh. Erstmal Mai. Die sind noch am Einholen, ein bisschen später hochziehen, ne Mühe. Geht das? Sehr gut. Ich drehe dich, jetzt pass auf. Ich weiß nicht, welche Richtung wir auch schon.
Also schneller drehen als original. Und jetzt muss Beine. Und noch ein bisschen drücken. Aber bleib nicht so, versuch so zu machen. Da bremst du besser. Für Alexandra Georgieva und den Dramaturgen Roland Welke bleibt noch viel zu tun. Genau dieses Zusammenspiel von viel Technik mit vielen Menschen auf einer Bühne, gerade bei einer der ersten Proben, birgt sehr viel auch Verletzungs- und Unfallpotenzial. Und deswegen müssen wir das Stück für Stück proben und auch auseinandernehmen. In der nächsten Folge von Tänzer und Traumwelten werden Michael Michalski die Kostüme gefallen